Das sieht nach Schreiberling aus, aber nicht nach offiziellen Laden. Nee, das ist doch wieder Vogt. Es ist Vogt. Das ist nicht Schreiber, das ist Vogt-Symbol. Nee, da steht Schreiber. Wo ist jeder Schreiber? Oder sitzt der beim Apotheker mit drin? Hier oben? Warte mal. Theoretisch hier. Hi. Ach. Hier ist bloß der Schneider. Geht keine Tür rein? Nee, da muss das beim Apotheker daneben sein. Dass da irgendwie vielleicht noch eine Tür abgeht. Mahlzeit! Ah! Ah, privat gemacht, natürlich. Dich hinaus! Du tippst doch nicht, was aber. Hä? Ich achte gerade so ein bisschen auf den Kompass, Leute, also nicht wundern. Ich versuche es jetzt anhand vom Kompass herauszufinden, wo der Typ ist. Der scheint keinen richtigen Laden zu haben, sondern nur er selbst. Oder wie? Schreiber. Lol. Wirklich. Aha. Aha. Was? Erzähl weiter. Erzähl weiter. Schatz? Welcher Schatz? Erzähl. Los. Alter. Lass doch jetzt mal reden. Ich kann nicht mit ihm reden. Ach, jetzt. Gelobt sei Jesus Christus. Ich hasse alles. Möge Gott über dich wachen. Verpiss dich. Ich hasse gerade alles. Ich hasse gerade alles. Warum zum Geier nennt er sich Schreiber, wenn er kein einziges Buch handeln möchte? Schilde. Hau ab, oder? Ach. Bevor ich noch ein Bußgeld bekomme. Der hat wahrscheinlich gerade nur Mittagsschlaf gemacht, wa? So, hier darf ich stehen. Wieso, was ist mit Band 2? Hat wahrscheinlich wieder irgendjemand, von dem man es gar nicht erwartet, ne? Schreiberling steht immer noch oben drin. Niemand. Jetzt ist das hier wieder. Der pennt immer noch, natürlich. Ach, lecko mio. Geh ich halt zu einem anderen. Wenn der nicht will. Ist vielleicht dem Konrad verkauft, den Hagen Konrad oder wie der hieß? Der Daniel Jackson für Arme? Und dem habe ich ja einige Bücher verkauft. Mal gucken, was der so hat. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen. Mensch. Hat er ja wieder echt viele. Was? Band 2 existiert einfach nicht im Spiel? Uff. Ein Fehler in der Matrix also, ja? Okay, falls ich ihm jemals gegeben habe, hat das jetzt nicht mehr. Sind Inventars zurückgesetzt worden. Gut, Schnellreise zum nächsten Schreiber. Hier gibt's keinen. Dahinter eigentlich noch, außer Jagdgebiet. Das ist das Schild vom Jagdgebiet. Okay. In
Uschütze gibt es auf jeden Fall noch einen Schreiber, das weiß ich. Der hat uns ja auch das Lesen beigebracht. Aber gibt es sonst noch irgendwo einen? Anscheinend nicht. Und gehen wir nach Uschütze. Ja. Na komm schon. Einer hat es nur mit einem Sheet bekommen, schreibt einer in einem Forum. Na gut, im Forum können die Leute viel schreiben. Können nur schreiben, dass man in dem Spiel auch Kaiser von China wird. Ich würde nicht behaupten, dass jeder, der was ins Forum schreibt, lügt. Manchmal findet man da auch den Hinweis auf die richtige Lösung. Aber man sollte nicht alles glauben, was im Forum steht. Bin eh schon oft genug drauf reingefallen, deswegen. Ich habe mir tatsächlich mal ein Spiel kaputt gemacht, damit, dass ich etwas gemacht habe, was im Forum drin stand. Ich hatte nämlich einen Bug und durch diesen Bug konnte ich eine Quest nicht lösen. Und das war bei Heroes of Might and Magic 7. Und da musste ich aber in einer Datei aus dem Installationspfad musste ich was ändern. Und seitdem konnte ich mich nicht mehr mit dem Ubisoft-Account verknüpfen, wenn ich das Spiel spielen wollte. Und deswegen konnte ich es gar nicht mehr spielen. Schreiberling. Kraftige Melonen und rote Beete, frisch vom Feld. Wo hast du bitte Melonen? Wenn du hier so rumbrüllst, zeig mir jetzt sofort deine Melonen. Hier ist keine einzige Melone. Ich habe mich noch nie in diesem Spiel Melonen gesehen. Außer nach der wilden Nacht mit Pater Godwin. Melonen. Das sieht schon aus wie eine Melone. Meister Schreiber. Gott sei mit dir. Genau so, Brero. Genau so. Zeig mir sofort deine Melonen. Ja, gut. Ich hätte es mir denken können. Wann machen die wohl Feierabend? Ich meine, es wird bald dunkel und es gibt hier ein tolles Gasthaus. Ich setz mich dann mal. Albatros, grüß dich. Lang nicht gesehen. Wie geht's? Weiter im Südwesten war noch eine Stadt mit einem Schreiber, den du übersehen hast. Echt? Bei Sasau da in der Ecke? Okay. Guck ich gleich mal nach, aber erstmal will ich hier noch die Kiste knacken, in der Hoffnung, dass ich jetzt damit ausreichend Erfahrungspunkte bekomme für Level 15 vom Schlösser knacken. Was ich jetzt sogar für eine Quest brauche, tatsächlich. Also ich konnte jetzt wirklich in ihrem Gemach einfach sitzen und... Okay. Einbrechen leicht gemacht, würde ich sagen, ne? Oh, das ist ein leichtes Schloss, was ich tatsächlich noch manuell knacken muss. Wo nicht mein Skill drauf geht. Natürlich hat er keine Bücher in der Truhe. Er ist ja bloß ein Schreiberling. Na gut. Ja, mir geht's größtenteils gut, außer dass ich heute wieder Kopfschmerzen habe. Aufgrund von schnell umschlagendes Wetter. Ist aber immer so bei mir, oder fast immer. Sag mal, zu 90% der Fälle, wenn das Wetter so schnell umschlägt wie jetzt, ist die Wahrscheinlichkeit halt, wie gesagt, bei 90%, dass ich Kopfschmerzen bekomme. So, ich denke mal, Schreiberling schläft hier. Ja, hat Schreiberling noch eine private Kiste? Natürlich hat er eine private Kiste hier. Zum Glück haben wir ein Autosave davor gehabt. Und die ist natürlich ab Level 15 erst öfter. Noch eine Kiste. Ach ne, hier, Schreiberling. Der Tommy möchte eine Only-Emote-Party. Die kannst du gerne haben, mein Lieber. 5 Minuten, Leute. 5 Minuten Only-Emote-Party.
Zeigt her eure Emotes. Schmeißt sie mir um den Kopf, würde ich gerne sagen, aber heute ist es einfach nur ein Textfeld. Immer her damit, macht eine richtig schöne bunte Lawine. Gasthaus war da, ne? In der Dorfmitte. Genau. Leute, bitte nicht alle auf einmal. Aha, jetzt. Herr Wirt, bitte warten Sie. Herr Wirt, wenn Sie nicht wollen, dass ich illegalerweise hier schlafe, dann lassen Sie mich doch bitte kurz noch... Ehrenwerte Dankeschön. Grüße. Wie kann ich dienen? Boah, alter Schwede, jetzt legt ihr aber los. Oh, wow, ich darf kein Zimmer mieten. Was zum... Hallo, ich will gerne ein Schlafzimmer. Was willst du hier? Hier schlafen! Deine Spiele woanders. Nein, ich will ein Bett mieten. Da oben. Sakra. Oh, das ist euer Ernst. Ich will nicht mehr. Das ist doch hier mich? So. Ich will doch einfach tu nur hier schlafen. Was denn? Da drüben. Wo denn? Da drüben will ich schlafen. Oh, darf ich sogar. Und lassen Sie mich auch durchschlafen oder werde ich gleich wieder geweckt? Ah, das sieht schon mal gut aus. Ja, obwohl ich nicht dafür bezahlt habe. Witzig. Obwohl, warte mal, kann es sein, dass ich hier damals die 60 Ocken hingelegt habe? Kann das sein? Junge, ist eine richtige Lawine heute. Schön. Nee, eigentlich kann es nicht sein, weil ich habe da oben immer noch das Symbol, dass ich hier mich im privaten Bereich befinde. Das heißt, ich kann noch nicht dafür bezahlt haben. Aber leveln tun wir gerne. Ist was Schönes drin? Ist hier was Schönes drin? Oh. Schön. Ach, sie steht gerade auf. Oh, moin. Ach so, ist ja... Ach ja, die Tante, die keinen Topf hat. Ah, gut. Na gut. Jetzt hab ich natürlich ein Bußgeld an der Backe. Ach, leck mich doch, ey. Es gibt's doch nicht. Oh. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Ich glaube, wir bekommen Besuch, Sire. Sebi, mein Lieber. Hallöchen. Wer ist da? Das ist aber schön, dich zu sehen. Hi. Was ist hier los? Ja, komm her. Du. Nein. Würde ich nicht von der Stelle. Ich ergebe mich. Dir zeige ich was. Du hättest dir das zweimal überlegen sollen. Ja. Tut mir leid, dass ich dringend ein Bett brauchte. Tut mir wirklich leid. Und das vor allem auch noch, weil ich auf geheimer Mission bin. Pass auf, ich sag dir die Wahrheit. Aber du darfst es keinem verraten. Der Herr von Ratai schickte mich auf geheime Mission. Und dafür muss ich manchmal das Gesetz beugen. Also, ich dachte... Yippie. So, Sebi, mein Lieber, was habt ihr denn Schönes gespielt oder gelesen? Und wie war's? Ich wollte hier erstmal Rüstung wieder anziehen. Ich bin ja ganz nackig, ich blamier mich ja. So. So. Ah, okay. Hund gefüttert, Strafe bezahlt, also nicht, Was wollte ich jetzt sonst noch hier? Achso, ja. Es hat ja noch einer von euch geschrieben, dass ich einen Schreiberling übersehen habe. Südwestlich. Nein. Ach, doch. Neben dem Rüstungsmacher, neben dem Otto. Ah. Aber ich würde dich volle Kante übersehen. So, müsst ihr euch wundern, dass da gerade ein Timer läuft. Wir haben gerade Only Emote Party. Ist aber auch gleich zu Ende.
Und zwar so ziemlich genau... Moment. Wo ist es denn jetzt wieder hin hier? Jetzt! Jetzt können auch die Raider schreiben. Sorry, das ist mir total entgangen, ne? Dass ja auch die Raider schreiben müssten. Hallo, grüßt euch, liebe Raider. Nochmal, jetzt könnt ihr auch schreiben. Sorry. Wir hatten gerade Only Emote Party. So, Schnellreise bitte, ja. Bitte wieder mit Wanderer, der auch eine Schatzkarte hat. Nur aber Moinsen. Moinsen. Ach, du konntest auch nicht schreiben, obwohl du VIP bist? Hä? Oha. Hindernis. Schon wieder. Komm her, Großer. Bleib hier. Warte hier auf mich. Stream war gut. Hab Pentiment gespielt. Ja, das kenne ich von Steinbein. Da hast du bestimmt Spaß gehabt. Definitiv ein sehr interessantes Spiel, wie ich finde. Oh, ich bin gelaufen. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn mein Pferd? Aber gut, wenn es weg ist, dann ist es weg. Na, siehst du? Ach so, ja, er ist noch nicht ausgerüstet, der neue Bogen. Stimmt. So, jetzt. Gleich mal testen, wie lange dauert hier das Spannen? Oh, ja. Oh, dauert länger. Und er wackelt deutlich mehr damit, aufgrund von höherer, erforderlicher Stärke. Da dachte ich, thematisch passt Kingdom Come ganz gut. Definitiv. Ach. Da oben sitzt da der Halunke. Ist aber nicht gut versteckt, oder ist bei mir der Busch noch nicht gerendert? Übrigens, Robin, Arbeit heute war nicht zu glauben. Eine der Stuten ist über das Tor ihrer Weide gesprungen, ist zu ihrer Box getrabt und hat sich dort pennen gelegt und wir haben uns nur doof angeguckt, als sie vor unserer Nase in der Box trabte. Okay. Ich nehme mal an, die Stute ist verwandt mit Binky. Hä? War der nicht eben noch hier? Ach, da hinten im Busch. Tatsache, bei mir haben einfach bloß die Büsche nicht gerendert. Witzig, kannst du einfach rübergehen, die Büsche werden nicht gerendert und schon siehst du aber den Feind da stehen. Oder hocken. Aber Bro, ich müsste mich auch mal hinhocken. Wie viele sind es denn überhaupt? Nur der eine. Nicht gut. Steh auf, Junge! Och! Oha! Was zum? Wie zum? Wo zum? Was passiert dir gerade? Und wie hat meine... Also, ich habe gerade nichts gedrückt und Heinrich hat Angriffe gemacht. So, Freundchen, hast keine Waffe mehr, ja? Du brauchst nicht denken, dass du wegkommst hier. Ah, er hat noch ein Schwert, okay. Alles klar. Na, dann kommen wir auf ebenes Gelände hier. Muss einigermaßen eben. Und bam. Nicht? Okay. Mann, der stöhnt ja lauter als... Ich sag's lieber nicht. Ach, das ist so blöd hier. Normalerweise, wenn du oben stehst, bist du im Vorteil. Aber hier in dem Fall schlägst du öfter daneben. Ah. Ja. Ja, schon. Noch ein, zwei Hiebe, dann bist du down. Jo. Und. Ach. Komm, wollen wir ein bisschen kuscheln? Oh, er ist stärker als ich. Wollen wir Waffentechnik? Ja, Waffentechnik habe ich mehr. Bam! Bist du nicht langsam nur so als Frage? Obwohl, gut. Wollte gerade fragen, ob du nicht langsam mal verbluten willst, aber okay. Highgon bringt halt nicht immer Vorteile, ja. In dem Spiel definitiv nicht, weil du nicht nach unten gucken kannst beim Schlagen. So, was hast du denn beide erbt? Ja, mein Pfeil nehme ich gerne zurück. Sag mal, Bandit, ne? Wo ist denn bitte... Also... Erst die Command,
jetzt die Banditen und keiner von denen hat mehr Ohren für mich, die ich wegbringen kann? Oder ist das nicht mehr aktiv als Quest? Also hört das irgendwann allgemein auf. Vielleicht, weil ich jetzt Vogt bin. Das kann sein, ne? Das kann sein. Dass das gar keine Aktivität mehr ist? Stimmt. Verdammt. Nee, hier und dann da. Aber ein Command-Ohr habe ich noch. Moment mal. Nee, das muss dann ein Andenken sein, weil ansonsten hätte ich doch noch die Aktivität, oder? Dass ich das abgeben kann. Die Command-Ohren waren bei Robert. Und die Banditenohren waren ja bei dem anderen Hauptmann, mit dem wir mal trainiert haben. Bernhard? Oh, was mit der Art hinten. Ups, so. Aachener Brigantine. Was hat meine nochmal? Oh, stimmt. Ich habe keine Brigantine mehr. Stattdessen haben wir ja den Kürass drauf. Okay. Nee, gut, dann lassen wir das. Bernhard ist richtig, ja. Ah, gut. Habe ich mich doch nicht getäuscht. Sonst liegt ja nichts, ne? Nee. Na gut, aber wieder einer weniger. Und ich glaube, ich muss dann auch mal meine Rüstung reparieren. Ein oder zwei Schläge habe ich, glaube ich, abbekommen, ne? Oh, hält sich aber an Grenzen. Hält sich in Grenzen. Ja, natürlich. Du hast es wieder geschafft, durch das Hindernis durchzureiten, ne? Aber wenn ich mit dir über einen Zaun hüpfen möchte, ohne in vollem Galopp zu sein, dann machst du wieder Zicken. Noch ein Aktiv... Nee, Moment mal, das ist doch... Wait a minute. Das ist Wojtek, oder? Nee. Aha. Habe ich nicht vorhin noch einen Müller gesucht? Hier gibt's ja noch einen. Egal. Jetzt wissen wir aber, wo wir Schlösser knacken theoretisch hätten skillen können. Nur mit dem Problem, dass wir schon so weit geskillt haben, dass wir bloß mal Level 15 skillen könnten. Also über Level 15, aber dazu erstmal Level 15 sein müssen. Alles klar, Albatros. Viel Spaß im Log. Schreiberling und Rüstung reparieren, genau. So, Schreiberling war hier irgendwo, oder? Ah. Da. Nee? Verdammt! Ey, ich such den jedes Mal, das gibt's doch nicht. Wir waren doch schon mal hier. Wo ist jetzt auf der... Doch hier? Wieso hat er kein Ladenschild, verdammt? Oh, es fehlt einfach ein Ladenschild bei ihm. Hi. Ah, Vogt. Ah, da. Gott sei mit dir. Hi. Handel. Bitte, bitte sag mir, dass du Schlösserklacken Level 3 hast. Gut. Ich kann meine Rüstungen reparieren. Hast du etwa auch Melonen, so wie der andere Typ versprochen hat? Nee, du hast nur Kartoffeln. Ach nee, Würste. Ja, Kartoffelwurst, der kennt sie nicht. So, hi Otto. Wie geht es dir, Heinrich? Ja, ganz gut. Bitte lass uns... Bleib doch mal gut stehen. Danke. Glück und gesund. Ja, Reparatur. Auf bald.
Alles. Nein, halt! Moment, stopp! Oh, was? Ich hab's wieder fast vergessen. Wir haben doch selber Schmiedesets. Und gelevelt. Sehr schön. Ah, ohne Spezialisierungspunkt. Na gut. Okay. Es ist herrlicher Tag. Und Kyle pennt hier? Oh, ich hab Hunger. Gut, ich stelle keine Fragen mehr. Ich bin schon weg. Okay, Leute. Wir haben jetzt keine andere Wahl. Wir müssen Schlösser knacken. Es geht nicht anders. Wo ist jetzt die Frage? Warum eigentlich nicht mal in Samopesh? Ich hab sonst immer in den Städten geplündert. Ein bewaffneter Mann. Ah! Von dem die erzählt haben. Ein älterer Ritter und so, ne? Moment. Ups. Stimmt ja. Zirkumflex war ja die Konsole. Wie, ich darf jetzt nicht speichern? Ach doch. Dürfte ich. Wenn ich Retterschnäpse im Inventar hätte. Nee. Nee, ich hab keine mehr. Haben wir es endlich geschafft, den Riesenvorrat aufzubrauchen? Krass. Guckt mal kurz weg. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Geht sofort weiter. Aber so ein Ritterkampf, das ist schon was Feines. Da möchte ich schon vorher ein Safe Game haben, weil die sind ja, glaube ich, auch zufällig, ne? Einen Schluck Wasser nehmen. Oh, bin ich ja mal gespannt, ob ich das schaffe. Ist das auch wirklich ein älterer Mann? Achso, die Waffe doch wieder weg. Hey da, Bursche. Kleine Wette gefällig? Der sieht aus wie Baumler. Hey da, Bursche. Kleine Wette gefällig? Was gibt es? Möchtest du deine Fähigkeiten nicht mit den meinen messen? Im Kampf, meinst du? Einen anderen Weg kenne ich nicht. Wer bist du überhaupt? Wer bist du überhaupt? Und was machst du? Na, was denkst du? Würdest du mich für einen Ritter halten? Kaum. Obschon du wie einer bewaffnet bist. Stimmt. Also bist du ein Bandit? Nein. Zumindest gerade nicht. Ich warte hier auf einen Händler. Verdinge mich als Leibwächter. Also, kämpfen wir? Ich wüsste da eine Söldnertruppe, die bestimmt den einen oder anderen im Team noch aufnehmen würde, wenn du dich bewährst. Gut, warum nicht? Sehr gut. Ich nehme an, du hast Münzen dabei? 50, machen wir. Ja, habe ich. Das höre ich gern. Beginnen wir also. Und wehe, der hat eine Giftklinge. Ach, siehst du, ich bin sofort mit der Waffe ausgerüstet. Ich staune immer wieder, dass ich das ab und zu mal doch hinbekomme, eine Kombo reinzukleiden, ne? Muss nur echt aufpassen. Der mit seiner Keule kann mir wirklich fiese Schäden verursachen. Zum Glück habe ich auch gerade eben erst meine Rüstung reparieren lassen, ne? Ah, hat er mich erwischt. Ach. Was? Zwei Hiebe und das war's? Ach, du hattest nur Glück.
aber Glück gehört eben dazu. Nimm deinen Preis und geh. Na gut, er hat Boskettenhemd und Gambeson, ne? Na gut. Okay. Wo ist mein Gaul? Ah, oh, Entschuldigung, das war Reflex und so. Wo ist mein Hund? Ah, als wäre er nie weg gewesen, ne? So, wir waren auf dem Weg nach Samopesh, genau. Zack, zack. Viel im Kreise Reiter heute, ja. Oh, warum eigentlich nicht mal wieder eine Runde Kniffel spielen und den neuen Würfel? Ah nee, nicht der neue Würfel. Nee, der lieber nicht, fällt mir gerade ein. Der soll ja Pech bringen. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Warte kurz. Mach's gut. Ich denke, es macht mehr Sinn, wenn ich die Würfel, die ich nicht haben möchte, auch gleich wieder aussortiere. Ne? Einer hiervon auf jeden Fall. Weil wir ja gar nicht so viele haben können. Achso, hier wieder Sachen für Binky. Der war in Ordnung. Der war, glaube ich, der Pechbringer, ne? Ja. Das wäre cool, wenn man so eine pechbringenden Würfel irgendwie dazu nutzen könnte, um bestimmtes Würfelspiel zu gewinnen, um damit wiederum eine Quest zu gewinnen oder zu schaffen. Lust auf ein oder zwei Spielchen? Wie kommt's eigentlich, dass meine Rüstungsteile immer so, ja, so komisch aussehen? Das hätte ich sie nie geputzt. Lebe wohl. So, 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 so. Ach, immer noch ein zu viel. Okay. Dein Ruf eilt dir voraus, aber mich besiegst du nicht. Ach so, ich habe schon einen Ruf beim Würfeln. Ich weiß gar nicht warum. Also, mir ist es wirklich schleierhaft, wie das sein kann, dass man schon von meinem Würfelglück spricht. Das ist mir wirklich ein Rätsel. Also wirklich, ich weiß es wirklich nicht. Hä, ich dachte, das ist ein Joker. Ach nee, das ist die 1, okay. Na gut. Neo, am Freitag ist bei mir mindestens 24 Uhr mal angesetzt. Ja, passt. Ein Bier. Das war's. Wie du wünschst. Man kann's nicht erzwingen. Achso, da fällt mir gerade auf, ich hab gar nicht... Ich habe gar nicht die Punkte von Tommy eingelöst vorhin, die Kanalpunkte. So, jetzt aber. Von der Emote-Party. So, wieder 1000. Passt. Ich bin hungrig und hätte gern ein Bissen. Oh, hat aber gut geworfen diesmal. Du bist. Für seine Verhältnisse gut geworfen. Und nächster Wurf. Das passiert nicht noch einmal, oder? Bist du sicher? Weil eigentlich habe ich schon gewonnen, wie mir gerade auffällt. So. Wieder verloren. Ja. Ah, na gut, jetzt heißt's
bis zum Dunkelwerden warten. Sogar ein bisschen länger, damit die auch wirklich safe schlafen. Abbruch. Ich depp. Ich brauche dann noch ein Autosave. Und Retterschnäpse müsste ich mal noch kaufen. Schade, dann überlappt sich das leider mit der zweiten Trainings von Formel 1. Ein Auge, ein Ohr, alles gut. Kannst ja auch einfach lurken, wenn du möchtest. Also mich auf stumm schalten. Wo ist denn jetzt? Achso, da, Schankmeid. Marianne. Hallo Marianne. Gütiger Gott, was ist... Das wüsste ich auch gerne, glaub mir, Fräulein. Das wüsste ich auch gern, was denn nicht mit meinen Klamotten los ist. Ich darf bei dir also kein Zimmer mieten. Stimmt, die Kneipe hier... Nee, warte mal. Moment mal, die haben kein Zimmer hier in der Kneipe? Wo ist der Wirt? Ich will mit dem Chef sprechen. Jetzt bin ich wieder privat. Ach, Mann. Okay, dann Retterschnäpse. Hast du Retterschnäpse? Ja. Alle vier? Ja, damit. Komm, ich habe 21.000. So. Halt. Ich habe ja noch was vor. Und zwar zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack. Moment, zack. Hier auch noch. Da, da. Da auch noch. Und da. Und schon sind wir doch total unauffällig, oder? Ziehen wir schon mal die Fackel. Dann wird gespeichert. Okay. Und fortsetzen. Und wir warten bis... Na, ich mach mal 23.30. Na Neo, du kannst ja ruhig Formel 1 gucken und von dem Stream hier, die Videos siehst du ja dann in den nächsten 2 Wochen auf YouTube. Das kannst du dir ja nachträglich auf YouTube dann angucken. Aber das Formel 1, ich weiß nicht, ob das nochmal nachträglich anguckbar ist. Naja, Kafka, ich denke, sein Problem ist eher, dass er halt auch nur mit einem Auge und einem Ohr dann zugucken könnte und dann kann er sich nicht auf beides voll konzentrieren, weißt du? Kurz warten, bis der da hinten weg ist. 3 Augen und 4 Ohren. Ja, genau. So. Haben wir auf. So, Caps Lock rein. C. Du verstehst nicht, ich will aber beides live schauen. Ja, das ist doch nicht mein Problem. Ist eine Kiste hier, die klacken kann? Mir geht's nur ums Klacken. Ich nehme auch... nicht alles raus. Apropos Klacken. Ah, wir könnten uns auf was hinterzwiebeln. Nee, nicht kochen. Essen. So. Dann kann ich dir bloß sagen, Neo, werf eine Münze. Ah, da haben wir doch schon 2 Kisten. Ah, sogar welche, die ich so knacken muss. So, wieder ein bisschen gelevelt. Nur mal so aus Interesse. Upsi! Ich habe einen Questgegenstand gefunden. Ohne die Quest zu haben. Na gut. Ja, also. Robin ist Kopf und Zahl ist Kopf bei Kippeformel. So. Was habe ich gehört, dass wir dreckig sind? Achso, nee, warte. Das muss ich dann machen, wenn ich die Rüstung wieder anhabe. Ist die wirklich dreckig? Stimmt gar nicht.
So, der Helm hat ein bisschen was abbekommen, stimmt. Ah, gehen wir mal hier gucken, ob die ein paar Kisten haben für mich. Ah, hier, das ist bloß Deko. So, mal gucken, ob jemand guckt. Bin ich bescheuert? Bin ich nicht gerade hier eingebrochen? Oh, nee. Es ist nur am Eingang gleich. Da ist eine Kiste. Das nenne ich tiefen Schlaf. Hat eine Tür in den Knien, aber schläft immer weiter. Oh, zwei Kisten sogar. Schön. Alles klar. LOL! Die habe ich gar nicht gesehen. Ich höre eine Rüstung klappern draußen. So, wie viel brauchen wir denn jetzt noch? Noch weniger als 90. Noch zwei Kisten. Auch schwer, wenn es geht, und dann sind wir fertig. Dann haben wir endlich Level 15. Keine Kiste. Okay. Keine Kiste. Was war das? Achso, Brennnessel. Hier vielleicht noch? Irgendisch. Dann gehen wir im Nachbargebäude gucken. Hui! Kann man hier öffnen? Nee. Gehen wir erstmal im Stall gucken. Manchmal verstecken sie ja da auch eine Kiste. Aber hier in dem Fall nicht. Gleich mal Caps Lock rein, C rein. Lumli, lumli, lum. Keine Kiste. Ah. Okay. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es noch nicht erwartet, dass in den Dörfern irgendwie voll die Reichtümer versteckt wären. Aber ein paar Kisten mehr oder schwerere Kisten hätte ich mir schon gewünscht. Nicht erwartet, aber gewünscht. Okay, hier ist keine einzige Kiste. Schade. So, nächstes Haus. Alles wird hier hinten. So, erst wieder im Stall gucken. Nope. Ah, hinten bei der Schmiede. Da hier noch eine Kiste. Ihr habt ja, nein, vielleicht. Ja. War ja klar. Brauche ich Level 15 für. Hi, alles fit hier hinten. Die Kisten sind noch verschlossen. Okay. Ach, hier war ich schon drin. Oh. Gut. Oh, schade. Wäre ein schönes Versteck gewesen, ne? Eine Kiste einfach unter dem Tresen. Hier schon drin. Ich habe eine Orientierung wie eine Kartoffel, von daher verzeih es mir, wenn ich jetzt in mehrere Häuser gleich zweimal reingehe. Aber da hier noch abgeschlossen ist, war ich hier offensichtlich noch nicht drin.
Oh yeah, Baby. Das Huhn gehört mir. Nein. Das haben wir entriegelt. Schön. Nichts von Wert. Und? Ja, natürlich. Auch zu kompliziert. Ist keiner versteckt. Jut, hätte mich auch gewundert, wenn es hier noch eine Kiste ist. Oh, wie viel fehlt jetzt noch? Oh, wir haben es fast. Noch 19 Punkte. Oh, komm schon. Da müssen wir nochmal die Kisten wiederfinden, die nicht zu klacken waren. Oh, warte. Hat nicht gereicht. Sag mal, die Türen, bringen die keine Punkte? Doch. 8 Punkte brauchen wir noch. Komm schon, irgendeine leichte Kiste. Das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Das ist die Kiste vom Vogt. Oh, da haben wir es endlich. Da haben wir es endlich. Jetzt aufpassen. Hä? Wait a minute. Wait a minute. War das wirklich Schlösserknacken Level 15 oder war das Heimlichkeit Level 15, was ich brauchte? Ha. Ha. Nee. Das muss Schlösserknacken Level 15 gewesen sein. 18 und 20 ist auch nochmal für die Spezialisierungspunkte. Aber wo stand das jetzt nochmal, dass man dann alle Schlösser öffnen kann? Ich meine, gut, im Haus gegenüber können wir es ausprobieren. Alter, hat der ein langes Schwert. Mal gucken, vielleicht hat der hier auch schwere Truhen. Nee, hat er nicht. Mal trotzdem auf. Okay. Hier und dann links war das, ne? Ja, die konnte ich gerade eben nicht öffnen. Ich bin gespannt. Ja, Mann. Jetzt haben wir es endlich. Nein! Sag mal! Gibt's doch nicht! Was zum? Okay. Puh. Okay! Die sind wirklich schwer! Ernsthaft? Oh. Oh. Okay. Jetzt zur Schmiede. Die nicht hier war. Aber ich hab doch hier gerade Schmiedesets jetzt rausgeholt. Die müsste doch eigentlich. Hä?
ich hab die Orientierung wie die Kartoffel. Das endet doch bestimmt mit einer Verstauchung. Okay, doch nicht. Matthias, mach's gut, mein Lieber. Danke, dass du da gewesen bist. Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Mach's gut, mein Lieber. Soll das herabfließendes Wasser sein? Wenn ja, von wo soll das kommen? Egal. Wo ist nochmal die Schmiede? Sie wird auch nicht auf dem Kompass angezeigt. Von jetzt an links. Ah! Jetzt sehe ich auch die Glimm. Die Glimm. Die Glutlimmen, wollte ich sagen. Ach. Keiner da? Gut. Wer ist da? Niemand. Auf dem Marktplatz wird Käsetoast verteilt. Yippie. Ein anonymer Schenker hat ein Abo verschenkt ans Dunilein. Dankeschön. Wo zum Geier kommst du auf einmal her? Ich würde mal sagen, danke, Cookie. Ich glaube, du vergisst immer wieder, dass ich dich in der Liste sehe, oder? Und weg ist er. Natürlich, weg ist er. Ein verrückter Kerl. Kommt rein, schmeißt ein Abo rein und geht wieder. Bitte gehen Sie weg. Das ist doch anonym. Das ist doch anonym und nein, ich bin noch da. Ach, dann spinnt meine Liste wieder. Hallöchen, mein Lieber, wie geht's dir? Und Dankeschön. Spendierte Abo, meine ich. Da, diese. Da. Diese. Wirklich verdammt schwierig. Ja, Köter hat gepinkelt. Macht er gerne mal. Ach. Yay. Mal gucken, ob der Wächter gerade wiederkommt. Nee, noch nicht. Okay. Drei Stück gleich davon. Ah, nee. Ach, Mann. Nur eins hätte gereicht, Robin. Du willst ja nur ausrüsten. Ah, okay. Nehmen wir gerne. Gut, passt schon. Okay. Rüstung ist das hier in dem Fall. Eins davon in die Satteltasche, bitte. Die anderen schmeißen wir wieder hin, sonst brauche ich wieder ewig ein Retage, um die zu verhökern. Kann ich mir jetzt auch erstmal wieder meine Rüstung anziehen? Dann gucken wir gleich mal, ob die neuen Hufeisen besser sind für Binky. Reisehufeisen. Sowohl für lange Reise als auch für schnelles Gedönse. Zeit eines Adligen ist kostbar und die Hufeisen beschleunigen sowohl Trab als auch Kanter. Gestohlen an Samopisch. Psst. Haltbarkeit ist auch länger, okay. Gewicht ist gleich. Dann hier. So, Satteltasche muss nicht repariert werden. Gut. Oh, da liegen sie. Alles klar. Plus 1 in der Realismus-Auswertung. Was? Hab mir für morgen freigenommen. Von daher gut. Ach,
Das ist super. Hast du mal wieder Wochenende, ja? Also seit langem mal wieder richtig Wochenende, meine ich. So, dann Schnellreise Lidetschko. Oh, bis dahin ist schon Sonnenaufgang, dann können wir von dort aus gleich weiterreisen. Wieder zu dem, zu der blöden Höhle. Ach so, fürs Pinkeln, Realismus. Ja, okay. Ein bisschen zurück. Nein, Großer. Komm her, komm her. Nein. So. Wenn wir schon mal hier gerade dabei sind. Was ganz leck. Hier, Großer. Also, die schmecken. Und Spezialisierung, sehr schön. Bleib. Bleib. Dark Leupe, grüß dich mal lieber. Hallöchen. Ach man, ich will immer Q drücken, um das aufzuklappen. So, als nächstes könnten wir... Du hast deinem Home beigebracht, fliegende Gegner zu verfolgen und anzufallen. Setz Spezialisierung fast voraus. Ah, cool. Damit er die auch besser dingfest machen kann. Weil Fass war ja immer bloß so ein Biss und dann ein kurzes Gerangel und dann ist der Typ immer gleich weitergerannt. Und ich muss Wochenende von 7 bis 18 Uhr arbeiten. Jetzt hast du mich neidisch gemacht. Naja, Neo, Jobwahl mit Köpfchen, oder? Weil Cookie hat normalerweise Wochenende auch immer Arbeit. Muss trotzdem früh aufstehen, muss morgen Landesmeisterschaft wegen Schützenverein. Ach, stimmt, da bist du ja auch noch drin, Alter. Leute mit Hobbys, tut mir leid. Sagte der, der sein Hobby zum Nebenberuf gemacht hat. So, erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass dein Hund beim Gegner eine Blutung verursacht, oder? Wann immer, na okay, das versuche ich mal zu vermeiden. Nee, dann das hier. Finde ich gut. So, dann Ebenwald-Falle. Problem ist, ich sehe so gut wie nichts. War noch ziemlich duster. Aber wenn ich die Fackel wegmache? Oh, obwohl es geht. Machen wir doch mal feinen Bogen. Oder anders. Erst Fackel. Typen auswendig machen. Und dann ins Dunkle schießen. Und wer weiß, vielleicht brauche ich auch so lange, die zu finden, dass es dann schon heller ist. Okay. Moment. Dann vielleicht da? Nö. Hä? Ach, da unten am Zaun wieder wahrscheinlich, war es ist irgendwie immer dieselbe Stelle. Wieder Kuman. 3. Mindestens. Ob wir die schlagen können, um die Wette warten? Was meint ihr? Da hinten brennt's, oder? Was ist denn in die Richtung? Leeres Gehöft. Ja, da brennt ein Gebäude. Oder hat gebrannt. Oh, langsam wird's hell. Ja, ich glaube, die kriegen wir jetzt. Mindestens ein Bogenschütze ist dabei. Was schöner Treffer. Ah, sind sogar zwei Bogenschützen und zwei Nahkämpfer. Toll. Fuck.
Sehr schön, Bungelewitsch. Ich hab den one-hitted? Wow. Nein, ihr schießt daneben. Die schießen gar nicht. LOL. Was zum... Ist es okay? Was ist hier gerade passiert? Bin ich schon zu OP für sowas? Ungarischer Säbel, die sind meistens nicht so viel wert. Kumanischer Bogen brauche ich nicht. Ich nehme jetzt doch mal Wein mit. Falls ich doch mal wieder so einen Typen am Pranger sehe, dann kann ich wenigstens Gnade zeigen und damit wahrscheinlich meinen Ruf verbessern. Ja, Dietrich. Brauche ich jetzt definitiv wieder welche? Pfeile lasse ich mal liegen. Sag mal. Ach, das sind zwei. Ich wollte schon sagen, habe ich ihm eigentlich den Kopf abgeschlagen oder was? Oh, das ist nicht so der Renner hier. Dann hatten wir hier drüben noch einen. Ich habe den wirklich one-hitted. Uff. Na gut, richtige Munition, richtiger Bogen und schon geht das. Und ich level ja auch jedes Mal. Oder skille, ich leveln. Gut. So, Großer. Hast du fein gemacht. So ist's echt. So. So.